Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Far Cry New Dawn. Ich wollte gerade was anderes sagen wieder. Wir sind immer noch mit dem Boot unterwegs und versuchen hier mit Flitzebogen, mit Brandpfeilen, die Feuer zu entzünden. Und ich hoffe, es gelingt uns. Ich glaube, da hinten ist schon wieder das Nächste, ne? Hier, da, ich sehe es schon. Tobi, du bist dran, ich huste immer. Mir ist so schlecht, Tobi. Gut, Tobi, sehr gut. Was? Fahre mit dem Boot, weiter geht's. Tobi, alles gut bei dir? Komm. Ja. Komm mal wieder hoch, Junge. So. Warte, das nächste. Ich hab's markiert. Ich glaube, da kannst du was lesen, ne? Ja. So, jetzt bin ich hier. Jetzt muss erst mal rauskommen. Notiz von New Eden. Vielleicht werde ich exkommuniziert, weil ich versuche zu verstehen, was hier vor sich geht. Aber ich kann nicht anders. Es sieht aus wie akute Strahlenkrankheit, aber ich verstehe nicht, warum. Das Zeug, das die Leute krank macht, ist nach den Bombenabwürfen nicht lange giftig. Und das ist Jahre her. Gibt es vielleicht eine andere Strahlungsquelle? Was gebe ich nicht alles für einen Geigerzähler? Und dann sind da noch diese Halluzinationen. Ich weiß, dass sie von dem Bliss kommen, das wir damals in Wasser gekippt haben. Aber das werde ich nicht sagen. Die würden mich rauswerfen. Niemand redet mehr über diese Pflanzen. Ich dränge den Vorarbeiter, dass wir uns beeilen sollen. Aber ich glaube, er riecht die Sünde, die an mir klebt. Okay. Mehr gibt es hier nicht zu looten, ne? Tobi! Klebt die Sünde auch an dir? Klar, Tobi. Wenn ich jetzt gleich auf dich schießen werde, weil du das Boot vergeben hast. Weil du was? Weil du das Boot entfernt hast. Ich entferne gleich auch mal was, aber dann pass mal auf. Ab geht der. So, 180. Ja, und eure anderen Vorschläge sind ja nicht schlecht, Tobi, hier mit Shell und Depp. Aber wir müssen das irgendwie mal koordinieren, ne? Das willst du jetzt bequatschen? Ja, das ist wichtig, Tobi. Sonst vergesse ich das wieder. Ich muss nämlich an Bord. Was ist da drüben? Hä? Tobi, sind wir richtig? Ja. Ich glaube nicht. Ich kann hier keine Karte mehr wählen. Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Ich sehe es nicht. Da hinten. Fahr weiter in die Richtung. Gib Gas. Ich habe da einen Punkt gesetzt. Ja, da ist das Tor, aber wo ist das? Begib dich zum Tor von New Eden. Ja. Und jetzt? Weiß ich nicht. Müssen wir da raus, da runter, da rein? Ja. Ich bin da geeintritt. Was? Kommt man hier hoch? Hier ist ein Feuer. Also hier könnte das schon mal richtig sein. Au! Tobi mit Mike, du musst hochkommen hier. Und jetzt haut's hin. So, haut hin. Und jetzt? Du verlässt das Missionsgebiet. Bleib hier. Oh, bloß nicht weglaufen. Ich weiß es nicht. Wir sind im Missionsgebiet. Ach, hier. Öffne das Tor. Please open the gate. Ja.
Ach, wieder so, wie vorhin. Im Suchgebiet? Eine gemeinschaftliche Bootsfahrt. Eine Bootsfahrt, eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön. So, Reise nach Sundewitt, nach Norden. Jetzt geht das schon wieder los mit dem Husten. Ich habe nur noch einen Molly. 67. Also da vorne. Straight on. Da. Irgendwo muss hier. Da vorne muss das sein. Guck mal, da ist die Statue. Ja, ja. Oh, Tobi, wir haben aber noch ordentlich was. Ist aber sehr gruselig hier. Findest du? Mhm. Das sieht eher aus wie auf einem Trip. Das sieht aus wie auf einem Trip, das sehe ich nämlich genauso, Tobi. Oder wie in einem Strip. Oder wie in einem Strip. Strip mit Trip. Ein Trip-Strip. Okay. Was? Sind wir schon da, oder was, Tobi? Nein, wir müssen in den Norden reisen. Ja, ich habe das ja markiert, aber... Hier verlieren wir wieder Leben. Aber wir sind keine Feuer oder sowas. Nee, nee, ich habe das ja markiert, wo wir hin müssen. Wieso können wir denn... Was? Da hinten müssen wir. Alles klar. Halleluja. Ich höre Dinge. Ich auch. Ort entdeckt Josephs Zuflucht. Okay. Okay, dann jetzt schnell weg hier. Was? Ich finde das. Ja, jetzt kommt das. Wo ist es denn? Da wo ist oben. Denn das Scheißfeuer? Da oben. Ja, ich habe keine Brandpfeile mehr. Ich sterb gleich. Nee, ne? Kein Molotow-Cocktail? Warte, ich habe eine Idee. Wo ist das Ding? Ich bin sowieso gleich tot. Ich kann nichts mehr sehen, weil ich so Blut vor den Augen habe. Da. Vergiss es. Warte, das entzündet ja nichts. Oh, scheiße. Das explodiert nur. Ja, ja. Warte. Nee, ich sehe auch nichts mehr. Okay. Na nu? Ja, was soll ich machen? Ich kann nicht rein. Und ciao! Also ich finde man, da müsste man auch die Brandpfeile bekommen. Wenn man die. Was sagst du? Ich finde, dann müsste man Brandpfeile vom Spiel bekommen. Ja, finden. Eine Kiste müsste da stehen oder keine Ahnung. Das ist ein bisschen doof gemacht. Also das heißt also, die darfst du also nicht verballern. Die hast du ja vorhin bei den Wölfen verbrannt. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir denn? Hast du jetzt Brandpfeile? Ich muss gucken. Fünf. Ich bin nämlich schon gerade am Sterben. Also lass dir ruhig Zeit. Ich starte sonst gleich nochmal die Mission, weil wie gesagt... Nee, ich hab keine. Die brennen nicht. Gut, dann war's das. Man kann vielleicht welche herstellen. Warte mal. Hier. Ja. Hey.
Hier stirbt man wieder. Ja, bei den Fackeln. Du kannst nur zu den Fackeln. Dann ist alles gut. So, warte mal. Inventar. Helfer aus der Herausforderung. Charakter. Tobi? Ja? Ich habe gerade Molotow-Cocktails hergestellt. Das reicht. Verhinder. Ja, du musst ja nah genug dran, oder? Ja, das reicht. So wie wir vorhin dran waren, reicht mir das. Fahr auf direkten Wege dahin. Warte, ich markiere das nochmal. Ach, hier. Auf direkten Wege dahin fahren. Warte. Und dann geht los. Ohne. Also darf sich nirgendwo lange aufhalten. Einfach nur zack und steh. Die kannst du selber herstellen, die Pfeile. Ah ja, hier, jetzt habe ich doch wieder welche. Die waren aber eben weg. Ah. Ist das mühselig? Das ist sehr mühselig. Das stimmt, Tobi. Also wenn ich das mit einem anderen Game vergleiche, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil du auch hier so einen vorgeschriebenen Pfad hast, weißt du? Reise nach Norden, reise nach mit dem Boot und mach dies und mach jenes. Das ist auch so. Jetzt geht los. Jetzt einfach nicht aufhalten. Nicht, auf nichts schießen, einfach nur zu diesem blöden Feuer hin und dann wird es entzündet. Die Fackeln mit diesem komischen Flitter da in der Luft, das bleibt, das ist immer so ein Überlebenssektor. Also der verbrennt das Blitz. Damit können wir überleben, das merkst du ja. So, jetzt erscheint gleich wieder die Markierung. Das ist auch so ein Ding, wo ich mal sage, jetzt kommen wir denn näher. Also die Richtung ist sowieso schon richtig, da vorne ist es. Und dann, wie gesagt, gar nicht rumzögern, geht dann weiter. Ich habe ja auch, jetzt habe ich zwei Mollys gemacht und jetzt ist das Inventar natürlich voll. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Aber ich kriege das schon. Ist aber ein bisschen. Mann, der soll ein bisschen durchhalten, der Junge hier mit seinem Gehüstel. Keine Gasmaske mit, ist auch so ein Ding, was ich nicht. Verstehe. So, raus, zack und steh und zack. Wo ist das Feuer jetzt? Da. Hast du mal reingehört, dann haben wir den Punkt erreicht. So, Bild abgeschlossen. Alter Falter. Jetzt ist auch wieder schön hier. Tolles Wetter und alles schön. Meine Güte, war das nervig. Das, ja, Tobi. Ich kann nichts anderes sagen, als es tatsächlich direkt geht. Es war nervig. Hier können wir wieder looten. Oh. Guck mal, der Baum da, hinter dir. Der Baum hinter mir. Oh, ja, ja, deswegen sag ich ja. Jetzt sind wir hier drin, jetzt konnte ich hier irgendwo reingehen. Und jetzt spreche ich mit Ethan. Ich tat alles, worum ich gebeten wurde. Mit Joseph Seed. War der Hipster. Joseph Seed, genau. War der Hipster. Ich brachte Opfer. Richtig. Mich selbst. Meine Familie. Ich führte uns in die neue Welt. QL. Ich dachte, sie würde wunderbar sein. Beschütz mich mal. Ich hole mir mal kurz was zu trinken. Ich lag falsch. Ich habe so lange gewartet, bis jemand kommt. Ich begann zu verzweifeln. Ich kenne dein Gesicht. Gott zeigt es mir in einem Traum. Ich wusste, du würdest kommen und alles richtigstellen. Damit alles genauso ist, wie es sein sollte.
Ich wusste, du bringst die Erlösung. Du suchst Hilfe. Ich kann dir nicht helfen, das kann nur Gott. Aber er hat einen Plan für dich. Bitte, komm mit mir. Okay, kann man jetzt wieder mal speichern. Eine neue Story-Mission. Du kommst, um deinen Leuten zu helfen. Bewundernswert. Nach Gottes reinigendem Feuer erkannte ich den Weg. Achso, jetzt soll ich nochmal hinterher rennen. Ich komme. Und ich wusste, was zu tun sein. Er möchte mit uns über Gott das neue Paradies betreten. Als die Menschheit aus den Bunkern kam, sammelte ich meine Herde und führte sie auf einen neuen Weg. Wir würden alles ablehnen, was mit der alten Welt zu tun hatte, und eine neue Gesellschaft erschaffen, die nur von dem lebt, was das Land ihr gibt. Und nie mehr als nötig nimmt. Als die härtesten Jahre des dunklen Winters kamen, verzweifelte ich. Und in der Verzweiflung fand ich unsere Erlösung. Diesen Baum. Seine Frucht ist ein Geschenk Gottes, das meiner Familie die Kraft gab, den Hunger und die Pestilenz zu überstehen. Okay, den hast du angezündet, oder welcher Baum ist das? Nein. New Eden blühte auf. Wir erschufen ein Paradies auf Erden. Doch es war nicht von Dauer. Dafür hat diese Heuschreckenplage gesorgt. Diese Highwaymen verkörpern alles, was wir auf Gottes Geheiß ablehnen. Ihre Seelen sind verdorben, krank. Aber du bist anders. Ich glaube, deine Seele ist würdig. Habe ich immer gewusst, dass ich anders bin. Oh, schön. Okay. Was ist das denn? Oh. Wo ist das? Ein Bär? Ja. Und jetzt, Vater Hipster? Ja, räusper dich mal. Oh! Guck mal, die Fässer hier. Naja, das habe ich gedacht schon. Ja, wir kommen, wir folgen dir. Das ist die Hilfe, die du gesucht hast. Gottes Geschenk an uns, das meine Familie durch die dunkelsten Zeiten gebracht hat. Oh, ein Apfel. Ja. Wo ist Eva? Der Sündenfall. Der Sündenfall. Der Sündenfuhl. Lass es mich dir anbieten. Unser Wunder. Ich glaube, in diesem Fall bist du gerade Eva. Als ich zum ersten Mal davon kostete, sah ich mich einer gefräßigen Bestie gegenüber. Ja, gut. Das war meine Seele. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich die Bestie besiegen muss, um Gottes Geschenk würdig zu sein. Sieht aber dir auch so ein bisschen komisch glänzend aus. Ich musste meine Seele reinigen.
Neben mir glänzt keiner. Denn andernfalls würde mich dieses Biest verschlingen. Er bräuchte mal ein Bart und eine Rasur. Ja, da sieht er wieder gut aus, der Gute. Guck mal, ich versuche mir einen Apfel aus der Hand zu reißen. Reinige deine Seele. Ja, gib dir das Ding jetzt, lass mich essen. Du hast dir nicht die Hände gewaschen. Ich sehe das. Ja. Und? Töte die Bestie. Jetzt kommt schon wieder so eine. Also. Oh, nicht schon wieder so eine. Bliss. Wenn du Erfolg hast und deine Seele rein ist, dann hat Gott dich wahrhaft gesandt. Und ich kann mein Exil beenden. Okay. Unser Wunder ermöglichte es uns zu überleben. Aber dieses Geschenk hat seinen Preis. Es nährt die Seele eines Menschen. Aber wenn diese Seele verdorben ist, dann fordert dieses Wunder einen entsetzlichen Tribut. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gegen einen Bär kämpfen. Ja. Weil da war ja eben Bär. Guck mal das Wetter an. Das ist ein Pfeil. Und nur Pfeil und Bogen. Und dann ist wieder so ein Blisswetter hier. Wo müssen wir hin? Finde die Bestie. Na, das wird ja lustig werden. Ja, wird wahrscheinlich. Komm, wir gehen Bären pflücken. Alles klar. Komm mit. Ah, da. Die Bestie da, wo sie am schwächsten ist. Ach du Scheiße. Bist du? Bin sie? Was? Ich bin hier? Das? Hilfe! Hey. Du kannst deine Bestie nicht im Dunkeln. Da war ein Bär. Ich weiß, den habe ich auch getroffen. Wo ist er hin? Ja, keine Ahnung. Weg. Mein Pfeil brennt jetzt. Deine auch. Alles klar. Was? Ich tritt den Bär. Weg mit dem Bär. Wo ist das vierte Feuer? 3 habe ich, wo ist das vierte? Da. Pfeile sind unendlich. Auf die Schwachstelle im Herzen deines Sohnes. Ich hab doch gerade geschossen. Der fällt ja auch mal auf, ne? Komm, das schaffen wir. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Jo. Wo ist er jetzt? Ich tritt den Berg. Aber daneben. Das ist ein Monsterbär. Das ist Winnie Pooh, kennst du den nicht? Achso. Ab hier. Läuft doch gut. Klar. Ab! Au! Verdammt! Lalalalalala. Wo ist der Bär? Ich bin gerade über den drüber gesprungen. Hast du es gesehen? Ja. Oh, er ist verpufft. Okay. Das Feuer reinigt die Seele. Ich weiß. Es bohrt direkt vor mir. Ab hier!
Okay, Tobi. Was denn du? Entfessle. Ich habe keinen kein Schlitzebogen mehr. Man soll die Macht. Also, was passiert hier? Was passiert hier gerade? Was soll ich jetzt mit Faust bekämpfen? Ah! Boxen. Oh, gewonnen. Deshalb bin Hoffe ich hier. Einigen darf nicht erlaubt werden, an dem Wunder zu haben. Selbst wenn ich sie liebe. Und das hat Spaß gemacht. Selbst wenn sie zur Familie gehören. Wir dürfen die Bestie der Sünde nicht füttern. Alles klar. So, los. Da ist er. Du wirst der Hirte meiner Leute sein. Okay. Jetzt noch so eine Seed. Bliss. Begleite mich nach New Eden. Okay. Geschafft. Ja, ich hoffe, ne? Hey. So, zack. Das war ein Krampf. Ich wollte gerade sagen. Unsere Zukunft hängt von der Einhaltung meiner Anweisungen ab. Wir können nicht mehr darauf bauen, dass Joseph uns rettet. Er kommt nicht zurück. Doch, er ist doch hier. Wir müssen uns Surprise. Von ihm lossagen und... Und... Okay. Vater. Ethan. Vater? Vater? Der Vater. Der Vater. Der Papa. Vater Hipster. Wo bist Vater du gewesen? Hipster, genau. Unser Land wird belagert, unsere Leute werden bedroht. Und du verschwindest. Du gingst, als wir dich am dringendsten brauchten. Warum? Um Gottes Plan zu hören, mein Sohn. Um Gottes Plan zu hören. Richtig. Meine Kinder. Ich weiß, dass ihr gelitten habt. Und ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich habe euch viel zu lange allein gelassen. Aber ich habe euch nie aufgegeben. Gott sprach zu mir und er hat mir einen Weg hinaus aus dieser Dunkelheit gezeigt. Sieht doch mal gut aus. Wir werden uns nicht mehr hinter diesen Mauern verstecken. Wir werden von nun an nicht mehr nur hoffen, dass diese Heuschreckenplage uns in Frieden lässt. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Deshalb hat Gott uns sein Schwert gesandt. Hier! Gott hat seine Seele geprüft und sie ist gut. Und du auch, Tobi. Und sie ist rein. Wir sind beide das Schwert. Und ich stehe hier eins. Vor euch, um zu bezeugen, dass dieser Fremde unser Hirte ist. Vater! Das ist gut so. Und gemeinsam werden wir gegen die Horden vor unseren Toren kämpfen. Und gemeinsam marschieren wir in die Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Nein! Du hast mich verlassen. Du hast uns verlassen. Ohne ein Wort, ohne Anweisungen. Ich musste führen, so gut ich eben konnte. Und jetzt kommst du zurück, als wäre nichts gewesen und übernimmst die Führung? Ja. Ja. Ich bin der Anführer hier. Joseph ist unser Anführer. New Eden folgt mir. Wir stehen hinter dem Vater. Bist du? Sohn. Ich weiß, du trugst eine schwere Bürde in meiner Abwesenheit. Ich verstehe das. Vater. Es ist Gottes Wille. Und manchmal müssen wir opfern, was wir am meisten wollen, um Gottes Wunsch zu respektieren. Was hast du je geopfert? Eines Tages siehst du das Licht. Ich verspreche es. Siehst du eines Tages? Kommt! Lasst uns zusammen gehen. Wir haben viel zu tun. Packen wir es an. Ein Sünder als unser Hirte. Ich kann Was es nicht ist glauben. Das Gegenteil von einer Helikoptermutter? Was das Gegenteil von einer Helikoptermutter ist? Mhm. Ist keine Ahnung, sag mal. Ein U-Boot-Vater.
Der taucht ab und man sieht ihn nie wieder. Ey, gut. Wo hast du das jetzt? Ich fühle mich gerade so ein bisschen an diesen Witz erinnert. Das finde ich genial. Ich will mich nicht vorverurteilen. Jetzt fügt sich endlich alles. Oh, jetzt schon wieder mit dem sprechen. Bereits es jetzt greifen meine Auserwählten die Highwaymen in den langen Nächten an. Nun bitte ich sie, Kraft zu sammeln und auch am Tage zu kämpfen. Deine Freunde sollten diese Ablenkung nutzen und schnell handeln. Meine Familie kann nicht ewig kämpfen. Und was dich angeht, denk an Gottes Geschenk. Was du bisher erlebt hast, ist nur ein Vorgeschmack auf Gottes Macht. Vergeude sie nicht. Außerdem gestatte ich meinem Judge, dir zu folgen. Die sprechen nur eine Sprache. Die der Gewalt. In der Hinsicht kann mein Judge dir helfen. Bevor du unser Hirte sein kannst, musst du unser Schwert sein. Geh und mache dieses Land sicherer für alle, die in Frieden leben wollen. Okay. Guck mal, hier hängt ein Songtext. Jonas Geheimnis abgeschlossen. Komm mal. Ich bewundere deine Stärke. You have read this? Warte mal. Der Weg nach Norden ist gefährlich. Kommt jetzt eine Helfer. Oh, 10 Vorteilspunkte habe ich erhalten. Herausforderung öffnen. Oh, 2. Was ist hier? Ein Songtext. Notizen für einen neuen Song. Textidee für einen neuen Song, um Joseph zu preisen. Es war ein für sich Glück. Nun baut er wieder an, nach Gottes zyklischem Plan. Ja, du bist dran. Nee, du bist dran, ich nicht. Kannst du nicht so eine Opernstimme? Er lenkt uns... Ah, nee, das kann ich nicht. Er lenkt uns ab. Vom Pfad der Gewalt wie ein ruhiger Sohn reimt sich auf Mission. Für ihn gab uns Gott ein Geschenk und eine neue Vision. 15 Vorteilspunkte. Was ist denn das alles? Alter, da gibt's neue Sachen. Einmal Gelenk-Glaubenssprung. Was? Kannst du für 7 Dinge erwerben. Dann hast du einmal Geist. Auch für 7 haltet sie, um vorübergehend schwerer von Menschen auffindbar zu sein, verbraucht Edens Geschenk. Halte Z gedrückt, um vorübergehend Geschwindigkeit Nahkampfschaden zu erhöhen, den erlittenen Schaden zu verringern, nicht mehr niedergeschlagen werden zu können, zu sollen, zu tun, zu mögen. Verbraucht Edens Geschenk, okay. Edens Berührung, Takedown. Na, wieder auf. Ach so, Takedown füllen Edens Geschenk wieder auf und deine Gesundheit wieder auf. Die Opfer werden automatisch geplündert. Ich verprügelt, wollte ich gerade sagen. Erhöht die Regenerationsrate von Edens Geschenk. Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, für was ich mich entscheiden soll. Was ist das? Mehr Wurfgeschosse? Das ist, brauchen wir nicht, das haben wir. Bewaffnet und bereit. Lade nach, während du mit halbautomatischen Faustfeuerwaffen oder Scharfschützengewehren zielst. Geschicklichkeit, Wiederbelebung, Sabotage, Entschärfung. Hier sind so viele interessante Sachen. Kurzschluss. Sprengfallen. Verringert die Überhitzung von Maschinengewehren. Ja, Saboteur. Hier ist ja so einiges. Dann könnte man das neue mal nehmen. Glauben, so drücke, um höher zu springen. Oh, das mache ich jetzt, Tobi. Habe ich erworben, Tobi. Schön. So, jetzt bin ich was hast du dir genommen? Ich kann jetzt Schlösser einfach so aufmachen. Mehr Granaten, also mehr Bumm. Okay. Ein Erste-Hilfe-Set mehr und eine Nahkampfwaffe. Tada. 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 So, was nehme ich noch? Sehe schick aus. So.
Du bist wirklich hier. Der, den ich in meinen Visionen sah. Ja, warte. Ich kann jetzt höher springen, Tobi. Die Erde erholt. Kommst du hier auch hoch, Tobi? Warte. Tobi schon wieder weg. Da habe ich keine Waffen. Hab ich. Okay, Tobi. Aber damit beenden wir erstmal wieder die Folge. Bis zum nächsten Mal. Gutes. Ciao.